Hallo und herzlich willkommen zur einfachen Wechselatmung. Die einfache Wechselatmung ist eine Atemübung aus der Meditation, die dafür dient, die innere Balance und das emotionale Gleichgewicht zu trainieren. Und es ist eine Fähigkeit, die man in den jetzigen Zeiten sehr gut gebrauchen kann. Und die Übung möchte ich euch gerne zeigen. Dafür braucht ihr erstmal eigentlich gar nichts. Ihr könnt ihr im Stehen machen, auch im Sitzen machen. Wenn ihr sitzt, schaut, dass ihr bequem sitzt. Und dann benötigt ihr dafür eure rechte Hand. Und zwar von eurer rechten Hand benötigt ihr den Daumen und den Ringfinger oder den kleinen Finger. Die Wechselatmung, wie der Name schon sagt, bedeutet, dass man hier abwechselnd durch das linke oder durch das rechte Nasenloch ein- und ausatmet. Geht also folgendermaßen. Ihr schließt zunächst mit dem rechten Daumen das rechte Nasenloch und atmet durch links ein. Und schließt dann mit dem rechten Ringfinger oder mit dem kleinen Finger das linke Nasenloch und atmet durch rechts aus. Durch rechts wieder ein. Schließt das rechte Nasenloch mit dem rechten Daumen und dann durch links wieder aus. Das wäre sozusagen eine Runde. Und ihr könnt euch das so vorstellen wie ein umgekehrtes U, also dass man immer durch links geht die Luft ein und dann durch rechts aus. Und dann geht es durch rechts wieder rein und durch links wieder aus. Diese Übung könnt ihr für vielleicht 5 Atemzüge oder für 10 Atemzüge machen. Ich persönlich mache sie immer für so circa 3 bis 5 Minuten. Und ich habe dabei noch gerne nebenbei ein Lied laufen oder zumindest so einen kleinen Timer, damit ich weiß, wann die 3 Minuten oder die 5 Minuten wieder vorbei sind. Und schau einfach mal, nachdem du diese Übung gemacht hast, nach diesen 3 Minuten oder wenn es vielleicht auch nur 3, 4 Atemzüge sind, wie es dir danach geht und ob du dich danach vielleicht wirklich ein Stück weit mehr ausgeglichen und balanciert fühlst. Dann wünsche ich dir jetzt viel Spaß mit der Wechselatmung und für viel innere Balance und emotionales Gleichgewicht.